Oh mein Gott, die Aufnahme läuft. Einmal passend, oh mein Gott. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Solar Light and Lunar Dark. Und ich habe Athena nicht geheilt, das holen wir nach. Heute ist Lauren dabei, so halbwegs im Teamspeak. Manchmal laggen, das passt schon. Sag mal hallo. Keine Antwort. Alles klar. So, auf jeden Fall, wir sind doch Ey, immer. ich soll doch lecken, hast du doch gesagt. Vor allem, dieser Satz kam perfekt passend an. Ich glaube, es hackt. Eben leckt er noch im Teamspeak rum ohne Ende und jetzt während der Aufnahme läuft's. Aber ist in Es Ordnung. läuft ja. Auf jeden Ich hab gar Fall. nicht. Jetzt hat's wieder geleckt. Wundervoll. Bist du bezeichnet hier eigentlich immer mich als bin eine Person und keine Sache. So, ja, Und gut. außerdem, ich lecke nichts. Also ich bin gerade ein Pokémon. Dann kann es sein, dass ich gerade andere Pokémons lecke, aber sonst. So, das Problem jetzt, das darfst du jetzt auch erfahren. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen. Ich habe extra Athena gefangen als Fisch geangelt, damit wir dann später kein Problem mit Server haben. Jetzt ist Warum aber. greift sie an und nicht mich oder euch? Also euch Leute, die das anschauen. Auf gut wahrscheinlich keiner. Doch, Cookie hat gesagt, er schaut mein Let's Play. Auf jeden Fall. Ich meine, wer schaut sich von Den den hast du Leuten. doch schon jetzt Wand. Du mich auch. Auf jeden Fall, wir hatten, um das Problem mit Surfer da fernzuhalten, was wir mit Headbot haben, habe ich extra Athena geangelt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass. Geangelt. Mit der Angel. Du hast den Part, bitte, den Angelpart nicht gesehen. Seit Das macht mich traurig. wann hast du eine Angel? Du bist doof. Ich zeig's dir aber gefälligst nächstes Mal, ha? Ich zeig's mir jetzt am Wochenende. Da muss ich meinen Computer mitbringen. Aber das ist in Ordnung. Dann zeige ich dir den Angelbug. Das ist wundervoll. Auf jeden Fall, um das Problem mit Surfer nicht zu haben, habe ich extra Athena gefangen. Und jetzt haben wir das nächste Problem, dass keine Sau, wirklich niemand stärker lernen möchte. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe, wir haben keine Stärkesteine im Weg, weil sonst haben wir ein Problem. Ich habe sogar auf der Bank geguckt nach den Viechern. Nicht mal Revi möchte die Scheiße lernen. Und holy shit, Lauren weiß nicht, wie Revi aussieht. Du schmeißt dich weg, er ist wunderschön. Noch schöner als Jessie. Baby? Revi, ja. Sorry, you are not allowed to go to Fall Rock Valley if you have at least four batches. Also dieses Baby. Ja, es ist Revenzeit gemeint, weil ich habe halt wie immer auf Twitter geguckt, weil keine Sau ja will, dass ich die Pokémon nach einem benenne. Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig gewesen, weil das Pokémon, was ich gefangen habe, war weiblich und es sieht jetzt nicht so wunderschön aus, muss ich ja mal sagen, ne? Und die erste Person, die was Sieht getwittert nicht so hatte, wunderschön aus. die Weißt erste. du, was so wunderschön aussieht? Ehrlich, wenn es gerade dir kommt. Warte, warte, ich schick dir jetzt ein Bild von Warte. Revi. Warte. Ich schick dir ein Bild von Revi, dann weißt du Bescheid. Ja, aber Revi war halt das erste Opfer, was getwittert hat, als ich das Ding gefangen habe, deswegen. Ich bin recht froh, dass Revi mein Revi, Videos ja. wahrscheinlich niemals sehen würde, also von daher. Daher passt das, dass er so aussieht. Und wir Wieso, haben. Revi sehen korrekt. Er ist vielleicht manchmal laut, aber das ist eigentlich schon nett. Komm. Ich würde ihn nicht als Jetzt nicht habe ich schon nett mal sein Abo bezeichnen, sicher und aber. du bist. Nee, jetzt Ich. habe ich schon mal sein Abo sicher und du bist raus. Du wirst wahrscheinlich dein Video mit. Ja, er meldet mein Video, weil ich einen Haufen. Ich will. Also, Revi, wenn du das jetzt siehst, nimm bitte Das nicht wird nicht persönlich. passieren. Aber pass ja auch deine Videos auf. Ich will dich nicht unterbrechen bei deinen Reden, aber du leckst gerade so höllisch, dass das Revi auch nicht Das ist verstanden hat. gut so. Gut so. Wundervoll.
Das ist High Quality mit bester TS-Aufnahme. Ich bin hellauf begeistert. Ich renne jetzt seit 5 Minuten in der Stadt rum und bin in mein Lagerungssystem und habe noch nichts gerissen. Wo geht's jetzt hier weiter? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Sachen auch noch nicht gemacht. Ich sage noch was backen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Da ist die Map. Ich darf da noch nicht hin. Was? Hä? Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Ich war gerade auf der Map, weil die rumgejammert hat. Ich darf nicht ohne 4 Orden da lang. Wo ist bitte der 4. Orden? Habe ich keine 4... Was? Jetzt bin ich verzweifelt. Hilfe. Gut. Ja, ich weiß, dass das dich freut. Hatten wir nicht mal irgendwie sowas wie einen Scheiß... ja, hier sind doch die Orden. Wir haben 3 Orden, toll. Wo ist jetzt der 4? Ja, das wird wieder so eine verpeilte Aufnahme. Die andere habe ich dir damals nicht gezeigt gehabt. Die war schlimm. Ja, es gibt eine verlorene Aufnahme, weil jetzt sogar 2. Aber die eine, die war richtig schlimm. Ich hab die Arena gefunden. Sie war mitten in der Stadt. Soll ich dir mal was zeigen? Fall tun. Gerne. Wer das denn ist, hier hieß... Könnte machen, indem ich ein zweites Video gleichzeitig hochlade. Ach die Scheiße, denn oh Gott, warte, Gott. Holy shit, ich muss diesen Brainfuck wegmachen. So, jetzt habe ich das Problem, ich habe schon gelesen gehabt, unser Räderleiter ist in einer Höhle und jetzt dürfen wir ihn finden. Das, ich habe den letzten Part, da ist wieder so ein hässliches Wurmvieh, schon mal gesagt gehabt, ich war schon in der Höhle drinne. Ich war kurz davor. Aber da war ein Stärkefelsen im Weg. Und jetzt ist halt das Problem, dass wirklich keiner Stärke lernen möchte. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein bisschen Probleme. Ich habe es gerade auf Twitter schon gepostet. Oh Gott. Warte. Ich weiß nicht. Verstehen könnt. Ich schaue gerade auf YouTube ein Video von Scheiß machen. Ich weiß nicht, was ich gerade verzapft. Ich finde es schön, man hat ein bisschen was zwischendurch verstanden. Zwar nicht alles, aber ein bisschen was und das zählt ja auch, ne? ja. Und ich habe auch geguckt, Revi möchte auch nicht Stärke lernen. Schäm dich, Revi. Und auch keiner auf der Bank möchte... auch keiner auf der Bank möchte scheiß Headbutt lernen. Warum nicht? Ich bin mit Pokémon gestraft, die zu blöd für Headbutt sind. Das finde ich nicht in Ordnung. Und holy shit, die Wüste nervt. Jetzt kommt nur die Frage, was machen? Wir haben kein Stärke-Pokémon. Ich könnte jetzt die ganze Zeit meine Viecher trainieren, aber ob das was groß bringt... Ich meine, Lauren ist Typ Boden und will keinen Scheiß Stärke lernen. Scheiße, Doc entwickelt sich. Okay, das kommt jetzt unerwartet. Bestimmt lernt jetzt Doc Stärke und Headbutt, ey. Wirst du jetzt zu einem riesigen Streifenhörnchen, Doc? Wow. Wäschhock, ja okay, das hätte ich mir jetzt fast schlimmer vorgestellt. Es sah so ein bisschen mega fett aus, aber... Das sieht mega fett aus. Doc hat sich gerade entwickelt und sah für einen ganz kleinen Moment mega fett aus, aber es hat sich zu Athena entwickelt. Jetzt hoffen, Headbutt. Lern Headbutt. Verdammt, Doc will nicht Headbutt lernen, aber Stärke, komm. Bitte lern Stärke. Verdammt! Das wird so schön gewesen. Warum will keine Sau Stärke Dantal lernen? Dantal. Was? Watch out for Sandstorms! Lass mich in Ruhe! Ich wurde von so einem komischen Backpacker. Okay, dieses Pokémon ist ja okay. Das kann bestimmt Stärke und Headbutt. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe noch nie so krass wegen Headbutt rumgeheult, Mann. Please.
Wenn jetzt Athena sterben würde, ey, das wäre so schrecklich. Das wäre dann das nächste Problem, ey. Kein Server. Surfer-Pokémon mehr, nicht Server. Surfer. Ja, ist gut. Ja, trotzdem, es kam ein bisschen unerwartet, dass sich Doc einfach entwickelt hat. Und jetzt paralysiert Doc bei Berührung. Also keine OP-Items mehr für uns. Und da unten ist er, der starke Felsen. Und jetzt kommt die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ich lasse jetzt einfach eine Abstimmung auf Twitter laufen. Stärke Pokémon fangen und dann wieder freilassen oder... Dich zeige ich an. Oh mein Gott, Eisa. Ich sollte aufhören, während der Aufnahme auf Twitter zu gucken. Das lenkt ab. Auf jeden Fall. Ja, was tun? Wir brauchen ein starkes Pokémon. Also entweder wir haben so viel Pech gehabt mit den momentanen Pokémon oder. Ja, es gibt kaum Pokémon, die Stärke lernen können. Ich meine, Headbutt ist ja auch momentan mega selten gewesen. Aber Leute, weil wir nicht weiterkommen und wir jetzt improvisieren müssen, werde ich jetzt irgendein Pokémon fangen, was wahrscheinlich stärker lernen kann. Und das werde ich dann, sobald wir es nicht mehr brauchen, wieder freilassen, weil das ist ja jetzt sonst... Ja, okay, es ist so oder so gegen die Regeln, aber... Ich meine, ich könnte jetzt auch wirklich trainieren, bis sich Laurent insgesamt entwickelt und dann wird er ja hoffentlich Stärke lernen wollen. Weil ansonsten bin ich verzweifelt. Du bist ein Bodentyp. Warum willst du Stärke nicht lernen? Ja, nur so im Hintergrund. Was? 4 Stunden. Vor 4 Stunden. Angefangen, dieses eine Video hochzuladen, was wir eigentlich. Und ich habe eben ein Video gemacht. Das ist gerade gleichzeitig hoch. Unser Video hochzuladen. Deswegen habe ich. Das hat man leider ganz am Ende wirklich kein Stück verstanden. Das Video einfach hochzuladen. Es hat 3-0. Das wie ich war eben dann oder 28%. Wundervoll. Ich hab. Ja, musst also du sagen, ich. Ich muss ja sagen, dass gerade nichts angekommen ist, außer Gelecke, bis auf 28. Die kam richtig an. Ansonsten konnte man nur draus schließen, was du uns erzählen wolltest. Beziehungsweise ich konnte es draus schließen. Ich habe kein Problem damit, aber. Ob der Rest es verstanden hat, ist die zweite Frage. Ja, und das jetzt könnt ihr auch dass sie Kram braucht. Yep. Okay. Oh Gott, quittet Jenny nicht. Holy shish. Zockt fast die Hälfte, Mann. Ich brauche Jenny noch. Töte Jesse. Jesse kann ich ersetzen. Apropos, ich könnte also Jesse trainieren. Im echten Leben. Nein. Lass mich mal überlegen. Brauche ich Jesse? Ich bin so nett. Auf jeden Fall, Doc hat sich entwickelt. Das kam wirklich unerwartet. Aber das finde ich natürlich sehr schön. Jetzt kriegt Jesse erstmal hier EP-Teiler, weil wenn... Ich hoffe, dass die alte Scheiß-Drecks-Attacke lernen kann, ey. Jesse, sei zu was gut.
Das klang mit Absicht so, als wäre sie zu nichts gut, weil sie ist zu nichts gut. Es tut mir leid. Jetzt hat mich was angeschrieben, das war bestimmt jetzt Jesse, der hat das gehört. Die interessiert sie eh nicht. Die guckt mein Pokémon, das ist das Problem. Was sagt der Einzige, der es anschaut, ist Cookie. Cookie guckt's an. Ich hab nicht gesagt, dass der Einzige ist. Ja, man hat kein Wort verstanden. Holy shish. Gut für dich. Ha. Alles quittet hier nur rum. Das ist voll nicht in Ordnung. Ich muss Jesse trainieren. Ich trainiere Jesse jetzt noch. Alles klar. Diese verleckte Lache war jetzt ultra. Die Lache, Mann. Holy shish. So, also. Weil ich mir das angewöhnt habe. Ja. Zack. Das ist. Sag mal, und dann leckt er. Ich fand das gerade wundervoll, wie dein Gelecke in den Ruf von dem Pokémon übergegangen ist. Das war ganz verwirrend gerade. Holy crap. Könntest du auch. Holy crap! Jetzt sage ich Holy crap statt Cheese wegen dir, Mann. Und die Lache im Hintergrund einfach seltsam. Oh Gott. Dieser Part ist wirklich ziemlich seltsam, finde ich. Also dieser Part, der ist was Besonderes und da ist schon wieder ein Revi. Ich würde sagen, wir trainieren jetzt Jesse noch bis Level 22 und hoffen, dass sie sich entwickelt. Und ansonsten... Ich überlege gerade, wie ich den Part nennen soll. Ich meine, Laurens Lache ist ja bis jetzt so der Haupttitel, finde ich. Die Lache im Hintergrund. Die Geräuschkulisse, Mann. In etwas anderer Pokémon-Part. Komm, Jesse, leg jetzt doch die Entwicklung hin. Warum lacht er so? Hilfe! Level 22 für Jesse! Verdammt, sie entwickelt sich nicht. Okay, improvisieren. Wie klatscht ihr die Rare Candies hinter die Bagge? Was will die lernen? Stockpile. Okay. Was macht das? The user changes the power and waste buff. Move can be varied. Okay. Ich denke nicht, dass wir das brauchen. Obwohl. Ja, es ist gut, Lauren. Ganz ruhig. Okay. Nein, Jesse entwickelt sich nicht. Scheiße, jetzt habe ich zwei Sonderbonbons in die reingeballert. Verdammt. Ja, okay. Jesse hat sich nicht entwickelt. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal den Part, weil... Ich habe kein Wort verstanden. Wir beenden jetzt hier einfach den Part. Man versteht dich leider immer noch nicht. Darf ich jetzt den Part beenden? Nein. Ihr habt gehört, ich weiß nicht, ja gut. Dieser Part ist irgendwie, ja. Ah, er ist anders. Wollte. Ich hab keine Angst vom Pokémon. Das ist der Mann. Ich finde schön. Hat dich nicht verstanden. Dein Glück. Ja, auf jeden Fall, ja, ich werde schauen, was ich gegen das stärkere Problem mache. Ich werde vielleicht eine Umfrage auf Twitter machen. Wir werden sehen.
Auf jeden Fall beende ich jetzt den Part hier, weil, ja, momentan bin ich halt ein bisschen hilflos. Der Part war wirklich ziemlich nutzlos. Ich meine, erst hänge ich 3 Minuten einfach nur im PC rum. Dann renne ich wie verrückt durch die Stadt und suche die scheiß Arena, die mitten in der Stadt drinne steht. Das ist wieder so ein wundervoller WTF-Moment gewesen, ey. Ja, auf jeden Fall, wir haben 20 Minuten. Die Minecraft-Parts gingen schon vorhin so lange, also von daher. Macht's gut, bis später. Vielleicht ist der dann auch mal nicht laggend dabei. Eventuell mal in Pokémon. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, bis dahin, macht's gut.